Ich bin heute auf der Lüderer Alp und da vor uns sieht man die längste Bank der Welt. Dann darf ich heute noch zwei Gäste begrüßen. Die Wanderbrüder aus Berlin. Hallo! Uwe und Stefan, herzlich willkommen da im Emmental. Dankeschön. Ich freue mich, dass ich euch begleiten darf heute auf diese Wanderung in euer Urlaubdomizil. Wir freuen uns, dass wir einen sachkundigen Führer haben. Ja, das stimmt. Unsere Wanderroute führt jetzt da hier vorne über diesen Hügelzug. Ich hoffe, dass das Wetter so bleibt, wie es jetzt ist. So was ich gehört habe, könnte es am Nachmittag noch Regen geben. Da haben wir jetzt eine schöne Signalisation und wir gehen jetzt hier rauf. Schon der erste kleine Aufstieg. Da noch eine alte Wetterregel. Und kaum ist man oben, hat man wieder eine wunderbare Aussicht über das ganze Emmental. Da vorne ist das Hotel Lüderer Alp, wo wir jetzt gestartet sind. Und da geht es doch ziemlich wieder runter. Jetzt wollen sie uns da noch weiter hochschicken. Da noch Richtung Alpen. Da in diese Gegend da hinten muss Kemmeribodenbad sein. Diese Blumen, Geranien, oh, und da hier auch noch, sehr schön da, ganz toll auf dieser Alp oben, gute Zufahrt und jetzt schauen wir noch mal auf die andere Seite, ob man den Jura sieht. Da ist sogar noch eine Wetterstation da oben.
Boah, ist das schön. Der Jura erkennt man ein bisschen, aber nicht so gut. Und da hier sehe ich sogar zu meinem Zuhause nach Lützelflüh. Ist das da vorne? Dort oben bei dieser Alp waren wir und sind dann diesen steilen Weg dort am Hang entlang runtergekommen. Oh, hier sieht man auch schön runter ins Tal. Und jetzt geht die Wanderung weiter hier über diesen Bergrücken. Es ist sehr angenehm. Was schade ist, der Himmel zieht sich immer mehr zu. Und da wäre noch eine Brätlistelle. Und da sollte eigentlich eine Bank sein. Oh, ist das schön. Ausblick runter Richtung Emme. Da kommen wir wieder so auf eine Spitze, bevor es dann wieder steil runter geht. Fast wie auf dem Niesen, nur nicht so viele Felsen. So. Da fängt jetzt dann wieder ein Abstieg an. Der letzte so große. Ja, an jedem Hügel oben hat es ein Haus. Das ist ganz typisch hier für das Emmental. Jetzt geht der Wanderweg hier über diesen Bergrücken und dann vorne noch steil runter und dann kommen wir wieder auf einen breiten Weg. Und da unten hat es noch so ein, wie sagt man schon wieder, Tipi-Zelt oder so was ähnliches. Da könnte man wahrscheinlich auch übernachten. Oh, so schön. Und da geradeaus, da ganz hinten, wenn ich mich nicht täusche, ist das im Gurnigl-Gebiet. Das da ist der steilste Abschnitt von unserem Wanderweg. Uwe und Stefan haben es jetzt auch erreicht, sind auch gut unten angekommen. Jetzt probiere ich noch gut abzusteigen.
weil nach dem Regen ist es jetzt natürlich auch noch glatt, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Und da unten kommt jetzt der Weg, wo ich auch schon mal durchgewandert bin. Ja, jetzt haben wir schon wieder ziemlich an Höhe verloren. Da wieder auf einer Zwischenebene. Sieht man sehr gut den Bantiger. Da hier vorne. Und da im Semmental runter. Jetzt sieht man den Jura schon viel besser als heute Vormittag. Ist klarer geworden. Und da vorne sind noch Mutterkühe mit ihren Kälbern am Sonnen. Ist doch recht warm. Die Wolkendecke hebt sich immer noch ein bisschen. Man sieht in die Berge auch besser. Sogar der Niesen kommt zum Vorschein. Das ist dieser Berg da hier. Und da sieht man auf die andere Seite runter. Und ja, liebe Wanderbrüder, euer Zuhause momentan ist etwa in dieser Richtung, da unten. Oh. Ist ja schön, dass man das Ziel schon erahnen kann. Das ist für uns das erste Mal, dass wir von oben das Quartier sehen. Das glaube ich euch, ja. Ach, schönen Dank, das ist wunderbar. Oh nee. Ramsal oder? Der Ort dort unten, den wir das ist Ramsay, nein, Zollbrück schon. Das ist schon Zollbrück? Ja. Ja. Das ist schon Zollbrück? Ja. Ja, wir wohnen ja in Zollbrück, Neumühle. Ja. Also ein kleiner Vorort noch. Genau. Jetzt kommen wir bei diesem Hof da vorne vorbei. Ja. Und dann geht es, da können wir uns dann entscheiden, vorne an diesem kleinen Wald, ob wir auf der rechten Seite runtergehen, dort wo der Schatten ist. Und ich glaube, es gibt auch die Möglichkeit, auf der linken Seite durchzugehen. Dort, wo die Sonne ist? Ja, genau. Dort, wo es schöner aussieht? Ja. Mal sehen, wie wir schwitzen. Ja, genau. Aber es geht ja mehr bergauf. Jetzt geht es nicht mehr bergauf. Ja, das. Da haben wir jetzt die, was ist das die höchste. Da vorne? Da vorne, das ist bei ihm bergab. Bei den Schweizern ist das bergab. Ja, wenn es so runter geht. Bergauf ist bei den Schweizern, wenn es ja, so geht. Ja, genau. Genau. Ja, genau. Ja. Eine riesige
alte Linde. Ich schätze die über 300 Jahre alt. Wirklich mächtig, die hat schon sehr viel erlebt. Eine riesige Linde, bestehend aus wirklich nur einem Grundstamm. Ist so schön. Und wenn man dann noch die Umgebung anschaut, wo die steht. Ja, dieser Baum da hier vorne, der sieht dann aber weniger schön aus. So, wir sind schon bald am Ziel angelangt. Nur noch einen kurzen Abstieg. Da drüben sieht man schon Laupeswil. Und da unten, hier, verläuft die Emme. Langnau erkennt man leider nicht. Das ist da hinter diesem Hügel da unten. Aber sonst ein traumhaft schöner Ausblick. Ah, und da sieht man jetzt noch in das Gebiet, wo wir runtergekommen sind, von der Lüderen Alp her. Ehemalige Schulhaus und ich habe jetzt da Uwe und Stefan eine Abkürzung genommen und da unten dieses Maisfeld sieht auch gar nicht schön aus oder eigentlich beide und da vorne ist ihr Urlaubdomizil. Ihr Ziegen. Ja, ja, ihr Ziegen. Ihr kennt sicher Uwe und Stefan auch schon. Die geben euch sicher ab und zu ein Leckerli. Habe ich recht? Nicht? Nee, haben wir noch Die können sich selber verwöhnen. Aha. Selber genug zum Fressen. Hä? So, Stefan und Uwe, ja, wir wohnen ich hoffe, dass euch die Wanderung ein bisschen gefallen hat heute. War sehr schön, sehr eindrucksvoll, schön. Tolle Landschaft. Schön, freut gemacht. Mich. Das hast du gut gemacht. Wirklich. Okay. Ja, sehr gut ausgesucht. Auch wenn es länger gedauert hat als üblich, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Doch die Hauptsache, dass man Spaß daran hat, an dieser Wanderung. Den hatten wir. Das Wetter hast du auch gut hingekriegt. Okay. Ja, das dann bin ich auch zufrieden. Dankeschön. Wir danken.